Es ist das Ende einer zweitägigen Fahndung. Nach dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt hat die Polizei den mutmaßlichen Angreifer Sherif Schickert getötet. Der 29-Jährige wurde im Straßburger Stadtteil Nödorf auf offener Straße von Spezialeinheiten erschossen. Die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat reklamierte den tödlichen Anschlag von Dienstag derweil für sich. Der Straßburger Bürgermeister Roland Ries zeigt sich erleichtert, dass die Flucht des Attentäters beendet wurde. Ich denke, das wird eine Rückkehr zu dem erleichtern, was ich ein normales Leben nennen würde. Das heißt, zu unseren Werten, unserer Geschichte und zu unserem Lebensstil. All das kann jetzt leichter erreicht werden. Der Straßburger Weihnachtsmarkt, der normalerweise jährlich rund 2 Millionen Besucher anzieht, blieb nach dem Anschlag zunächst geschlossen. Am Freitag soll er wieder eröffnet werden.